So, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist Thema... Oh, guck mal, sie hat sich so schön dick eingepackt, weil es ganz schön kalt draußen. Heutiges Thema sind weiße Haare. Ich gebe euch heute mal so ein paar kleine Tipps und Tricks mit, wie das im Salon gut funktioniert, damit ihr eure Kunden natürlich glücklich macht, weil ihr wisst, gerade Thema weiße Haare ist verdammt schwer. Ich habe mir heute das perfekte Modell rausgesucht, weil ihr seht ja schon hier oben so einen schön dunklen Streifen. Den blondieren wir komplett wieder auf, machen das komplett weiß. Wie gesagt, ich gebe euch Tipps mit und wir klären heute mal die Frage, ist jedes Haar geeignet, weiß zu werden? Ja oder nein? Ganz, ganz wichtig. So, ihr seht ja hier schön, schön bei Gigi, schön langer Ansatz. Hier möchte ich euch dazu sagen, einmal Kunden immer vorwarnen und sagen, versucht einen Tag vorher nicht zu waschen, bevor ihr eine Blondierung auf die Kopfhaut auftragt. Weil ganz wichtig, das ist natürlich Chemie und wir brauchen hier den Säureschutzmantel als Schutz, den natürlichen Schutz. Nächstes Thema ist, 1,5 cm ist mein natürlicher Ansatz. Das heißt, meine Blondierung kann ich dort auftragen, die wird schön hell, alles super, denn da greift nämlich die Körperwärme. Nach 1,5 cm müsst ihr immer eine Prozentzahl höher nehmen, damit ihr ein gleichmäßiges blondiertes Ergebnis kriegt. Wie das Ganze aussieht beim Auftragen, zeige ich euch jetzt. So, bei Blondieren ist immer perfekt, klassische Abteilung, kennt ihr selber auch, Kreuzchen. Fein wie möglich abteilt, so dass ihr mal eine Zeitung durchlesen könnt und vor allen Dingen ganz wichtig, spart niemals beim Produkt, gerade beim Blondierung auftragen. Nächster Tipp, den ich für euch habe, habt ihr jetzt so eine Sektion hier fertig, legt euch das immer wieder locker zurück, damit hier kein Wärmestau entsteht. Wärmestau heißt, wenn das hier jetzt alles aufeinander liegt, wird meistens das Feld hier oben heller und hier unten bleibt es einfach bei euch gelber. Legt es aufeinander, gemütlich nach hinten wieder zurück und dann habt ihr ein gleichmäßiges blondes Ergebnis. So, wir haben ja am Anfang davon gesprochen, 1,5 cm, alles was danach kommt, greift keine Körperwärme und wir müssen eine Prozentzahl höher nehmen. Ich mache es so, weil ich relativ schnell bin, dass wenn ich eine Sektion fertig habe, mir alles wieder einzeln zurücklege, trage ich gleich hier den nächsten Step auf, nämlich die Zone 2 mit meiner Blondierung, die eine Oxidantenwahl höher gewählt wurde. Ihr könnt natürlich auch erst den ganzen kompletten Ansatz machen, 1,5 cm und danach nochmal das nächste Stück in den Längen und Spitzen auftragen. Wie ihr das macht, ist völlig egal. So, ich mache mich schon mal langsam an die andere Seite. Jetzt kommt die nächste Abteilung. Gleiches Prinzip, wieder feine Abteilung, 1,5 cm, so wie ihr das eben auch gesehen habt. Hier gebe ich euch nochmal auch den nächsten Tipp. Gigi ist genau an der Grenze, wo ich sage, ja, ich schaffe es als Friseur weiße Haare zu kriegen, denn Gigi ist auf einer Naturtonhöhe 6. Alles, was tiefer geht, 5 und 4, liebe Friseure, ihr wisst, ihr dürft auch Nein sagen, weil tut euch das nicht an. Erstens ist es extrem, was ihr da an Aufhellung machen müsst. Zweitens extrem, was die Kunden zu Hause an Pflege machen müssen, damit ihr überhaupt erstens das Haar weiß kriegt und zweitens, dass das Haar danach also noch dran ist. Also in Kurzfassung, alles was unter 6 ist bei mir im Salon, sage ich ganz klar, nein, weiße Haare wirst du nicht von mir kriegen, schaffe ich einfach nicht. So, abspülen ist das nächste wichtige Thema, worüber wir sprechen. Wie spülen wir am besten eine Blondierung ab? Eher kühl bis lauwarm, also das Stärkste, was ihr an Pflege, an Feuchtigkeit habt, immer als Zwischengang rauf, denn das war nur der erste Gang, weil gleich kommt ja noch der nächste Prozess, um das Haar wirklich weiß zu kriegen. So, beim Ausspülen mache ich es immer noch ganz gerne, weil ihr seht ja jetzt auch, der Ansatz ist hier schön hell und auch schön klar geworden. Längen und Spitzen, da ist ja mal gerne noch mal was drauf. Und es ist auch teilweise immer noch ein bisschen gelb. Ich lasse immer ein bisschen Wasser drüber laufen und emulgiere das ganz vorsichtig nochmal so für eine Minute vielleicht ein. Wenn ihr das nicht wollt, ist es auch schön, wenn ihr eine Blondierwäsche macht. Hier ist natürlich wichtig zu sagen, nur wenn es das Haar zulässt.
So, fertig geföhnt. Für mich ist auch immer ganz wichtig, gerade nach dieser Feuchtigkeitspflege, die ich ja im Becken nochmal gemacht habe, dass sich das Haar wirklich noch gut anfühlt, dass ich meine nächste Farbe drüber geben kann, weil weiße Haare, ich könnte jetzt hier nichts mit einer Tönung machen, ich brauche dort wirklich nochmal eine Farbe. Ich benutze hier eine ammoniakfreie Haarfarbe natürlich, um so schonend für die Kopfhaut zu arbeiten und natürlich auch, um so schonender hier auf die Länge und Spitzen nochmal drauf zu gehen. Für ein richtiges, tolles Weiß ist es ganz wichtig, dass ihr jetzt eine Farbe aussucht, die zwei Teile Violett und ein Teil Blau hat, damit ihr auch diesen weißlichen Charakter hinkriegt. Zwei Teile Violett für den leichten Gelbstich, den ich hier noch habe. Und das Blaue ist dieses extrem kühle, was es wirklich einfach weiß schimmern lässt. Und letzter Step, den wir immer regelmäßig erfüllen sollten, wenn es um Thema weiße Haare geht, du kennst es selber, Spitzen schneiden, beim jedem Mal färben, vielleicht einen Zentimeter wieder sauber nachgeschnitten oder auch, dass man wirklich sagt, innerhalb von 2 bis 3 Monaten muss das immer sauber geschnitten werden. Und bitte, liebe Friseure, seid ehrlich, sagt nicht, na so, ein Zentimeter reicht, nein, gerade was weiß angeht, müssen wir immer schon ein bisschen mehr schneiden, damit es sauber aussieht. So, ihr habt ja gesehen, wir haben nochmal ein Stückchen abgeschnitten hier von Gigi's Haaren. Musste auch sein, weil sie war auch schon länger nicht mehr da beim Schneiden. Und ganz wichtig, sichert euch hier ab. Nach 4-5 Wochen muss das aufgefrischt werden, weil da kommt ein gelbes Pigment letzten Endes wieder nach. Und die richtige Pflege zu Hause sollte natürlich auch stattfinden. So, einige von euch kennen das. Ja, Kunden kommen nach 4-5 Wochen wieder und sagen, ich bin schon wieder gelb. Ja, wir sehen es auch. Es ist letzten Endes wieder gelb. Woher das kommt? Ganz klar, bei dem Blondierprozess. Ich bin ein gelbes Pigment, werde ich zerstört, aber es werden nicht alle zerstört. Einige Pigmente drehen sich im Haar einfach nur seitlich, dass wir sie gar nicht so krass sehen. In diesen 4 bis 5 Wochen, wenn die Kunden nicht mehr da sind bei uns, drehen sie sich einfach wieder zurück und das Pigment ist wieder letzten Endes sichtbar. Was man machen kann, klar, es gibt spezielle Shampoos, dann gibt es auch spezielle Kuren, um den Kunden noch zu Hause etwas mitzugeben, dass er seinen Blondton immer wirklich kühl hält. Aha. Komm mal ruhig ein Stückchen näher. Jetzt hat sie schon die gleiche Haarfarbe wie ihr Pullover. Seht ihr das auch richtig? Ja, ja, genau. Kommen wir noch ein Stückchen vor. Da seht ihr es ja hier letzten Endes, ne? Der Ansatz, Länge und Spitzen. Klar, das ist natürlich eine wirklich extreme Farbe und das zu halten ist noch viel, viel schwieriger. Du kennst es, ne? Pflegst du viel zu Hause? Ja, sehr viel. Ja, sehr viel. Die hat alles zu Hause, was ich an Produkten mitgebe, damit sie das letzten Endes hält. Ich zeige euch nochmal ein Bild, weil ich habe Gigi nochmal fotografiert, einmal unter einem künstlichen Licht, einmal direkt am Fenster und einmal draußen. Schaut euch mal die Unterschiede an. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Dieser Blondton sieht in allen unterschiedlichen Lichtquellen immer unterschiedlich aus. Und das ist auch wichtig, dass ihr das zu euren Kunden sagt. Wir beide sind erstmal fertig, weil wir haben nämlich 4 Stunden gebraucht. Wir machen jetzt Feierabend. Viel Spaß und die Rezepte findet ihr natürlich wieder auf www.danielgolz.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.